Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie im DFF Mario Adorf. Toll, danke schön. So, es ist eine große Freude und Ehre, mit Ihnen, lieber Mario Adorf, der größte Weltstar des deutschen Kinos, bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen auch, liebe Monique Adorf, liebe Stella Adorf, liebe Julius Adorf. Es ist toll, dass so viele aus Ihrer Familie heute Abend dabei sind. Unser Dank für die Organisation und Planung der Veranstaltungen gilt Michael Stark, dem Manager von Mario Adorf, der heute ebenfalls mit seiner Frau hier ist. Vielen Dank, herzlich willkommen. Danke auch dem Produzenten Herbert Schwering, der uns tatkräftig dabei unterstützt hat, dass diese Veranstaltung heute, nachdem wir sie im Frühjahr 2020 wegen der Pandemie absagen mussten, doch noch nachholen können. Großer Dank gilt last but not least auch unsere Freunde des DFF, eine großzügige Spende den Abend möglich gemacht haben. Vielen Dank an den Freunde und Patron Circle. Lieber Mario Adorf, 2022 Schauspielrollen haben Sie nach unseren Recherchen in Ihrem Leben gespielt. 200, ja, das ist, ja. Nahezu alle Preise gewinnen. Von den 1950er Jahren bis heute. Sie spielen in Hollywood im italienischen Cinecittà zu dessen Blütezeit. Und überhaupt sind sie ein Weltbürger. Und mit unglaublich 93 Jahren heute zu Gast in Frankfurt im DFF. Welcome Ära. Welche Ära. Sie haben unser Leben geprägt mit ihren Rollen. Heute Abend wollen wir einen Streifzug durch ihr filmische Leben wegen. Unser DFF-Scout Urspuri wird gleich das Gespräch mit Ihnen führen. Aber zunächst freue ich mich auf einen Zusammenschnitt Ihre schönsten Kinorollen, den Michael Kinzer, ebenfalls Kollege hier im DFF, für uns erstellt hat. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen wundervollen Abend und Film ab. Meine Damen und Herren, großen Applaus. Mario Adorf ist hier in Frankfurt. Bitte nochmal richtig, jetzt ist er hier oben, Mario Adorf in Frankfurt. Ja, lieber Mario Adorf, wir haben es gerade gehört, 221 Filme haben Sie gedreht, 70 Jahre Filmgeschichte geprägt. Unfassbar. 1954 ging es los. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Aber zunächst die Frage Frankfurt. Mit Frankfurt haben Sie auch einiges zu tun gehabt. Naja, Frankfurt hat für mich immer eine gewisse Rolle gespielt. Nach, darf ich sagen, nach München und Berlin. Ist okay. Ja, man muss ja ehrlich sein, nicht? Also, und zwar schon als Student habe ich hier in Frankfurt meine erste große Liebe als, in einem Restaurant in der Kaiserstraße, glaube ich, Bruno hieß das, eingeladen und dafür 80 Mark bezahlt, die ich am Bau verdient hatte, nicht? Also, viel Geld. Das war meine erste. Dann meine zweite Begegnung war, ich habe hier
einen Kampf, einen Endkampf im Boxen als Mitglied der Studentenstaffel in Mainzer, der Mainzer Universität. Da habe ich also die den Endkampf hier gehabt, hatte aber am gleichen Abend meine erste Premiere beim Studententheater in Mainz. Und beide wussten voneinander nichts, also die Boxer nicht von meinem Theater und die Theaterleute nicht von meinem Boxen. Und ich habe natürlich bei dem Boxkampf alles getan, nicht getroffen zu werden. Ja, mein Gegner war ein 2 Meter Riese von der Universität Marburg, vergesse ich nicht. Ich habe natürlich den Kampf verloren und habe dann eben am gleichen Abend, kann man sagen, mit mehr Erfolg auf den anderen Brettern eine Premiere gehabt. Ja. Unglaublich. Danach habe ich dann noch sehr einige Fernsehfilme hier in oder auch Spielfilme in Frankfurt gedreht, unter anderem das Mädchen Rosemarie, vor allen Dingen aber Punti, da habe ich ja den Matti gespielt, ja auch hier, ja in, und Nachtasyl habe ich hier gespielt, mit, unter der Regie von Paul Verhoeven, dem Opa. Ja, es sind ganz viele Erinnerungen, hören wir schon raus, und wir sind schon mitten in den Filmen. Wir waren gerade oben im Museum. Und dort haben wir das Original gesehen, die Blechtrommel. Die echte Blechtrommel, auf der der kleine David Bennett getrommelt hat, ja. Der Film bedeutet Ihnen natürlich sehr viel. Es war einer der ganz großen Erfolge, ja. Goldene Palme, Größte. Oscar, genau. Erzählen ja. Sie mal so ein bisschen, wenn Sie die Blechtrommel da so wiedersehen, was hatten Sie für Gedanken jetzt gerade an diesen Film? Was verbinden Sie mit der Blechtrommel? Naja, das war natürlich erst einmal, ich kannte, also habe Günter Grass kennengelernt und wir hatten ein ganz gutes Verhältnis. Ich mochte auch, was er geschrieben hat, und er hat mich dann wiederum auch zum Zeichnen ermutigt, das ich lange habe liegen lassen. Und ich habe ihn auch bei sich zu Hause besucht, und er war für die Filmarbeit damals sehr wichtig, weil er kam ab und zu den Dreharbeiten, und Schlöndorff mochte das überhaupt nicht. Aber er gab sehr gute Ratschläge. Ich erinnere mich sehr gut, auch, dass er wirklich also, sagte, meine Figuren sind alle negativ, bis auf einen heldischen Moment. Und jetzt wurde der Film gedreht, und mein heldischer Moment wurde dann geschnitten. und es war der Moment, wo er den David, also seinen Oscar verteidigt, als die SS, als die Nazis ihn kassieren wollten, um ihn in ein Heim zu stecken, wo er dann umgekommen wäre. Und diese Szene war dann leider, warum, geschnitten, ist aber dann heute in dem Director's Cut noch wieder drin und auch zu sehen. Ja. Wir können es jetzt wieder erleben. Aber wenn ich das höre, man wird rausgeschnitten bei der besten Rolle, bei der besten Szene. Hat es Sie nicht mal gereizt, auch selbst Regie zu führen? Ich habe am Theater habe ich 2-mal Regie geführt, und das hat mir auch Spaß gemacht, mit den Schauspielern zu arbeiten. Aber das gibt's beim Film ja nicht. Nicht? Ich mochte nie den Antagonismus von Regisseur und Produktion. Da muss der Regisseur sagt, ich brauche hier 100 Leute. Und der Produzent sagt, 50, okay? Nicht? Diese stetigen Kämpfe um die Qualität, das wäre mir, also hätte mir nicht gelegen, das wollte ich nicht, das brauchte ich nicht, das wollte ich nicht. Sie haben gerade erzählt, das Malen hat Ihnen auch viel Freude bereitet. Günter Grass hat Sie da bestärkt. Ich habe gelesen, Sie wollten ursprünglich sogar Bildhauer werden. Ja, erst dachte ich, ich würde mal Maler werden. Aber man muss bedenken, dass man nach dem Krieg
Da gab es weder Leinwand, noch Farbe, noch Pinsel. Und damit war meine Malerkarriere schon mal weg. Dann gab es eine Begabung zum Formen, nicht? Also das Haptische. Das hat mich also gereizt und ich habe dann angefangen, also auch kleine Sachen zu machen. Aber ich habe es dann doch irgendwie, war dann doch die Schauspielerei das Entscheidende, ja. Aber ich habe mich gefragt, woher rührt denn dieser künstlerische Geist? Ich meine, Sie sind aufgewachsen in Mayen, in der Eifel, wir haben heute auch Gäste hier. Herzlich willkommen, den Oberbürgermeister zum Beispiel. Sie sind da aufgewachsen in Zeiten des Krieges, zeitweise im Waisenhaus und da war nicht viel mit Kunst. Woher kam dieser künstlerische Geist? Naja, mit Kunst gab es da sehr wenig. Also es war natürlich eine sehr harte Zeit, erst einmal der Krieg, die Angst und aber nach dem Krieg war das die schlimmste Erfahrung, der Hunger. Also man musste das Geringste musste man sich selber verdienen und damals gab es keine anderen Möglichkeiten. Also in der Eifel bei uns war zum Beispiel in der Bimsindustrie im Akkord zu arbeiten, um das Studium zu verdienen. Es gab ja kein BAföG. Gab es gar nicht, nicht? Also das war eine sehr harte Zeit und mit Kunst in der Tat wirklich war sehr wenig los. Auch es gab wenig Theater. Ich erinnere mich noch, dass ich gerne Theater gesehen habe. René Deltgen spielte damals den Teufelsgeneral, also den General selbst, den dann im Film Kurt Jürgens spielte. Und ich mochte den René Deltgen sehr gerne. Und weil er auch gut Fußball spielte, er war ja in einem Film, noch in der Nazi-Zeit, war er noch in einem Film als Fußballer. Und ich liebte ihn, den René Deltgen, sehr. Und wir haben dann noch später wieder miteinander auch gedreht. Und dann kam also eigentlich dann mit Mühe das Abitur und dann merkte man natürlich, wie wenig man gelernt hatte, weil die Schulbildung war sehr mangelhaft damals, deswegen, weil über die ganze Nazi-Zeit wurde gar nichts gesprochen. Weil ein Teil der Lehrer waren ja selber noch aus der Nazi-Zeit. Und dann kam es dann zum Beispiel vor, die Lehrer, die also während des Krieges noch in die Klasse kamen am Morgen, Heil Hitler und so weiter. Und das nach dem Krieg, dann auf einmal kam der gleiche Lehrer in die Klasse am Morgen und sagte, am Morgen. Ja. Also nach Kann man dem, sich nicht mehr vorstellen. Nach dem Abitur war es dann eigentlich sehr schwierig. Man konnte nicht sagen, was man werden will. Eine Berufswahl gab es gar nicht. Was wird man werden? Wir hatten wenig gelernt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen erst mal überhaupt etwas, ein Wissen uns aneignen. Und dazu muss man dann zur Uni gehen. Und dann sind wir viele von uns dann auf die Uni gegangen und haben dort sozusagen mein Studium Generale gemacht mit unzähligen vielen, vielen Vorlesungen. Und dann kam die erste Begegnung am Studententheater mit dem Theater selbst. Nicht? Mich würde noch interessieren, was war denn Ihr erstes Kinoerlebnis eigentlich? Ihr erster Kinobesuch. Wann waren Sie im Kino zum ersten Mal? Ja, Kino, das habe ich schon noch in den 30er Jahren. Ich erinnere mich noch an den, was muss so 7 oder 38 gewesen sein. Da sah ich einen Film mit Spencer Tracy. Und ich glaube, der spielte einen Matrosen, also eine wunderbare Rolle, die mich zum Weinen brachte. Und also es hat mir schon, das Kino hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Nicht? Wir sind froh, dass es diesen Weg gegeben hat. Wir sind im Deutschen Filmmuseum, wir werden jetzt über die Filme hauptsächlich reden und nicht so viel übers Theater. Und deswegen, Ihr erster kurzer Filmauftritt war gleich ein sehr besonderer. 0815 von Paul May, 1954, eine Kriegssatire, die zum Kultfilm wurde. Und Sie haben da eine kleine Rolle, die aber bei der Premiere gleich Szenenapplaus bekommen. Ja, das war also ganz merkwürdig. Ich war noch nur ein Jahr auf der Falkenberg-Schule. Also ich hatte gerade das erste Jahr hinter mir
Und da wurde ein Kollege von mir, einem etwas älteren Kollegen, wurde dann eine Rolle angeboten und der sagte zu mir, ich muss da vorsprechen bei einem Regisseur, der heißt Paul May. Und da hat er mir eine Szene gegeben, würdest du mir die Stichworte geben? Da habe ich gesagt, wenn du mir die Straßenbahnkarte bezahlst nach Geiselgasteig, dann mache ich das. Und wir sind dann zu dem Paul May hingefahren und irgendwann sagte der mal, ach, vertauscht mal die Rollen. Und ich hatte dann noch eine kleine Idee, was an der Szene noch besser wäre. Da war er sehr erstaunt. Und als wir 14 Tage später bekam nicht mein Kollege die Rolle, sondern ich bekam die Rolle. Das war eine kleine Zweitagesrolle. Ich erinnere mich noch, als eine Kollegin von mir zu mir kam mit einem Veilchenstrauß und sagte, zu deiner Premiere. Ich sagte, was? Was für eine Premiere? Ich habe doch keine Premiere heute. Was für eine Premiere? Ich dachte nur Theater, Theater. Nein, dein Film, den du da gemacht hast, hat heute Premiere. Gehen wir da hin? Sag ich, ja. Sagte sie, ich lade dich ein. Dann saßen in der allerersten Reihe und dann kam der Film und ich hatte nicht mal eine Jacke an, nur ein Pullover und saß also und wurde immer kleiner. Unter den 100 Namen, die genannt wurden im Vorspann, wurde mein Name nicht erwähnt. Heute ist er drin, nicht? Ja. Aber nach der ersten Szene hat das Publikum gelacht. Und nach der zweiten Szene gab es einen Applaus. Den ersten Applaus des Films. Und dann kamen nach dem Film die ganzen Schauspieler, Fuchsberger und so weiter, die kamen alle auf die Bühne im Smoking. Und dann sah Fuchsberger mich unten in der ersten Reihe sitzen und sagt, ja Mario, was machst du denn da unten? Komm mal rauf. Und er zog mich im Pullover unter all den Smokingträgern auf die Bühne. Und ich wurde sozusagen ein bisschen das Maskottchen und habe dann ja sehr viele Filme für diese Produktion gemacht, damals für die Gloria, also unter anderem ja auch meine ersten 4, 5 Filme. Genau, das ging mit den Fortsetzungen dann weiter und dann 3 Jahre später gab es schon den großen Durchbruch. Nachts, wenn der Teufel kam, 1957. Bevor wir über die Hintergründe reden, da gab es direkt den Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsdarsteller. Richtig, ja. Das war natürlich richtig großartig und dann auch noch eine Nominierung für den Auslands-Oscar. Der Film ist ein großes Meisterwerk von Robert Siebert. Ja, aber das ganz Merkwürdige daran ist, er war für den Oscar nominiert als bester ausländischer Film und ich habe, das ist wirklich wahr, ich habe 3 Monate nach der Oscarverleihung von der Nominierung überhaupt erst erfahren. Sie spielen die Hauptrolle, ja? Unglaublich. Ja, das hat's damals nahm man das alles noch nicht so wichtig, also der Oscar und so weiter, nicht wahr? Ja. Der Film ist, also Sie spielen diesen Bruno Lüttke, der ist intellektuell beeinträchtigt, sagt man heute. Im Film wird er als Serienmörder dargestellt. Heute weiß man, das war er nicht. Er wurde von den Nazis dazu gezwungen, diese Aussagen zu treffen, dass er, ich glaube, 84 Morde begangen haben soll. Voll. Heute weiß man, das stimmt nicht. Das ist richtig, ja. Sie haben sich distanziert. Wir dachten damals natürlich, dass es die Tatsache sei. Und ich habe selber auch nicht daran gezweifelt. Ich habe selber durch den Journalisten, der die ganzen Akten geklaut hat im Ost-Berlin, heimlich also geklaut, die habe ich dann einsehen können und für mich war klar. Und auch ich habe einmal einen Psychologen gefragt, den ich kannte, an der Münchner Universität und habe gesagt, habe ihn die Zeichnungen von Bruno Lüttke gezeigt. Und dann sagt er, typisch Gewalttäter. Die Zähne, wenn die Zähne so zeigen, auf diesen kinderartigen Zeichnungen, waren die Zähne immer sehr deutlich. Und da sagte der, das ist ein ganz klares Zeichen für einen Gewaltverbrecher. Also auch hat der große Psychologe sich geirrt, wie wir uns alle geirrt haben und haben dann erst später langsam erfahren, dass eben das alles eine Inszenierung dieses Inspektors war, der ein SS-Mann war
Und er hat diesen armen, etwas aus dem debilen Bruno Lüttke dazu gebracht, Morde zuzugeben, die er gar nicht begangen hat. Nur um eine Kartoffel oder eine Zigarette. Genau, der Held des Filmes ist sozusagen im echten Leben der Böse gewesen. Ich finde es ganz beeindruckend, dass Sie gesagt haben, da distanziere ich mich sozusagen. Und Sie haben sich eingesetzt, dass ein Stolperstein verlegt wurde vor dem Haus. Naja, weil ich dachte, dieser Mann war ja eben jetzt nicht nur kein Mörder, sondern er war sogar ein Opfer. Und dieses Opfer, ein Opfer der Nazis verdient eine Rehabilitierung, nicht? Und da habe ich selber dann... Ich habe dann unserem Bundespräsidenten Steinmeier einen Brief geschrieben und habe gesagt, dieser Mann muss rehabilitiert werden. Und er hat sofort geantwortet. Und sofort, zuerst ging es darum, machen wir eben ein Standbild. Und das war dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Also wir haben dann einen Stolperstein, haben wir beide zusammen dann in Berlin vor dem Elternhaus in Köpenick dann gelegt, ja. Also das finde ich ganz bemerkenswert. Es war uns wichtig, dass wir im Deutschen Filmmuseum dann diesen Film auch heute zeigen, weil genau darum soll es gehen, um diese Auseinandersetzung auch, was Film, denn es ist ein Meisterwerk, das kann man wirklich so sagen, filmisch, mit dem, was wir heute wissen, dann eben auf sich hat. Und wir haben nämlich im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum die Originalkopie im Archiv, die haben wir restauriert, die digitale Fassung sehen Sie heute Abend auch im Anschluss. Das ist insofern was wirklich Besonderes. Und wir wollen das eben nutzen, um das beides mitzudenken. Also vielen Dank. Aber vielleicht zu Robert Siodmak ganz kurz. Der hat zu Ihnen bei der ersten Begegnung, der Regisseur des Films, einen sehr prägenden Satz gesagt. Und das wurde dann sogar der Titel Ihrer Autobiografie. Hat ja amerikanische Staatsbürgerschaft, war, glaube ich, auch in Arizona geboren, war aber dann in Sachse. Und war dann im Osten aufgewachsen. Er hatte jedenfalls einen sächsischen Akzent. Und als ich ihn dann kennenlernte, durch die Verbindung mit dem Drehbuchautor, mit dem ich einen anderen Film gemacht hatte, kam er dazu, der sagte, ich stelle dich dem Siodmak vor, komm mal abends in diese Kneipe, und da sind die alle, und da werde ich dich dir vorstellen, ihm vorstellen. Und als ich da reinkam, dann kam Siodmak und sagte dann zu mir, schaute mich an und sagte, schauen Sie mal, Bese. Ja, und ich schaute so. Das ist doch nicht Bese. Ja, schauen Sie mal richtig, Bese. Nein, das ist nicht Bese. Das ist nicht. Sie sollen böse schauen. Böse, richtig, Bese. Und dann sagte er, war er ganz enttäuscht und sagte dann auf einmal, nahm er die Brille und sagte, das ist Bese. Und ich hatte am gleichen Abend im Kammerspielen gespielt und hatte mir dort eine Muskelfaserriss, einen Bündelriss sogar in der Wade zugezogen, mit einem Streit mit Horst Tappert damals. Später Derek. Und ich war sogar zu spät zu der Verabredung gekommen, weil ich musste zuerst ins Krankenhaus mich da also behandeln lassen. Und dann drehte sich nach dem letzten, das ist Bese, drehte sich Siodmak ab und ich war nicht besetzt. Ich humpelte also dann, ich hatte mir einen Gehstock geliehen im Theater und wollte an der Bar ein Bier trinken und dann höre ich auf einmal Siodmak, der sagte, was haben Sie denn am Bein? Sag ich, ja, Muskelriss, ach. Und? Ja, der wurde gerade behandelt. Ach so, was haben die denn gemacht? Ja, ein Elastikverband. Ach, diese Pfuscher, diese Kurpfuscher. Kann ich mal sehen? Und ich zog also mein Bein hoch und dann sagte, ja, so, kommen Sie mal mit. Und er ging mit, schleifte mich sozusagen in sein Hotel, 4 Jahreszeiten in München, und sagte dann noch einmal, Hose runter, und Unterhose auch,
Und er kam dann mit einem großen, aus einer großen Kiste, so eine, die war voll mit Medizin, mit allem Kram, mit Pillen und allem, ich meine, nahm er eine Zange, eine Schere und schnitt den neuen Verband, der gerade erst eine Stunde alt war, ab, nicht? Und dann kam er auch in der Kiste mit einer, mit einem Spray. Das ist, was heute auf dem Fußballfeld alle kennen, wenn die Spieler eingesprüht werden, nicht? Eispray. Und er sprühte mich also vom Po bis zum Knöchel dann ein paar Mal auf und ab und so und sagte, so, nun gehen Sie mal. Und ich ging und sagte, tut es noch weh? Sagte ich, nein, logisch, ja. Und dann gingen wir wieder zurück in die Bar und da sagten die, ja, sag mal, Robert, wo warst du denn lange? Sagte er, hier. Ich sagte, ich habe meinen Teufel geheilt. Und dann sagt er, jetzt gucken Sie mal böse. Und dann sagt er, nur seht mal, wie toll, wie böse der gucken kann. Großen Applaus. So fing die Karriere an. Und nun, dadurch bekam ich dann diese Rolle, nicht? Und vor allem, Sie blieben dann auch erstmal der Bösewicht. Also da gibt es einige Rollen, als ich würde sagen Raubein, das Totenschiff zum Beispiel von Tressler. Da gab es viele Rollen, aber vielleicht zunächst mal, es ging dann so weit, dass Sie schon als Nachwuchsschauspieler einen Cameo-Auftritt hatten im deutschen Kino, sehr früh, 1962. Das hat mich überrascht, und zwar bei Freddy Quinn. Bei Freddy und das Lied der Südsee, wo er unter anderem Junge kommt bald wieder singt. Da gibt es eine Kneipenschlägerei und da kommen Sie zur Tür rein, eine Flasche fliegt auf Sie zu, Sie fangen die, trinken einen Schluck und gehen wieder. Das war's. Mehr passiert dann nicht mehr. Das war nur eine Gefälligkeit, weil wir drehten ja damals gerade diesen Film. War das schon Winnetou? Nee. Bitte? Weiß nicht, was Sie meinen. Wir drehten also auch in der Nähe und in dieser Szene, wo ich da runterfalle im Winnetou, nicht? Genau. Dann hatten die auf einmal, hieß es, habe ich gefragt, wie war ich denn in der Szene zu sehen? Da sagte der Kameramann, sagte, so groß. Sag ich, ja, die hätte meine Großmutter da hängen können. Ich habe den halben Tag am Felsen gehangen. Ich war, und sag, warum habt ihr denn keine andere Linse? Die haben wir verliehen an einen Freddy-Film. Ach. Also fuhr ich nach Dubrovnik, wo Freddy drehte, und habe mit ihm kennengelernt und so weiter. Nicht? Und irgendwann habe ich da auch mitgemacht, dass sozusagen dieser Zoom wieder, möglich war. Wieder zurückkam, zu uns kam, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, also da sind wir auch schon bei Winnetou 1. Wir haben es schon gesehen. Aber dass der unter meinen Filmen zählt, nur dieser Auftritt beim Freddy Quinn. Es ist ungewöhnlich, schon in so jungen Jahren so einen kurzen, besonderen Auftritt als Cameo zu haben. Winnetou 1 war dann das, was Sie beim ganz großen Publikum sehr bekannt machte. Aber nicht nur positiv, denn vor 61 Jahren haben Sie in Chochi erschossen, die Schwester von Winnetou. Und ja. Das wird Ihnen bis heute übel genommen. Ja, das ist mir, heute noch gibt es also Leute, die sagen, aber dass Sie die Chochi erschossen haben, dafür habe ich Sie gehasst. Aber heute, nein. Wir haben verziehen. Und aber was interessant ist, das war gar nicht ihre eigene Stimme. Das, was wir in Winnetou hören, das ist Rainer Brandt, eine der großen Synchronlegenden. Der einzige Film, außerdem, an dem ich nicht selber gesprochen habe, weil ich war damals in Amerika und die Produktion wollte damals nicht zur Synchronisation des Films mich aus Amerika nach Deutschland kommen lassen. Wollte das Geld sparen und haben dann einen Synchronsprecher, den Rainer Brandt genommen, der war ein berühmter Berliner Synchronsprecher. Ja. Der hat Tony Curtis in die 2 gesprochen, aber auch Belmondo und Elvis und dann Mario Adorf im Winnetou. Ja. Aber das ist der einzige Film, in dem ich mich selber gesprochen habe. Ja. Wie ist das denn? Sie haben ja auch synchron gesprochen. Was ist denn die Herausforderung? Ganz wenig, ganz selten, ja. Aber bei Ihren ausländischen Rollen haben Sie sich dann schon selbst auch ins Deutsche übertragen?
Ja, natürlich. Ich habe einige Filme auch im Ausland gedreht und da habe ich natürlich auch, ist es mir gelungen, in Italien zum Beispiel im Original. Normalerweise wurde damals alles immer gleich synchronisiert. Alles synchronisiert. Claudia Cardinale wurde noch für die ersten Filme synchronisiert von einer Schauspielerin, weil sie einen kleinen Sprachfehler hatte, nicht? Und damals war es schwer, da, dass man mit der Originalstimme, dass man sich selber synchronisieren durfte. Das hatte ich allerdings später dann im Vertrag für Englisch, Französisch Italienisch. Und Italienisch, nicht wahr? Dass ich mich selber sprechen darf oder auch nachsynchronisieren darf, synchronisieren darf. Ja. Ja, das ist ganz toll und wichtig, denn ganz viel lebt natürlich immer von ihrer Stimme. Aber internationale Rollen ist genau das Stichwort. Auch das geht richtig früh los. 1957, also im selben Jahr wie Nachts, wenn der Teufel kam, spielen sie in einem Film namens La Ragazza della Salina, zu Deutsch Harte Männer, heiße Liebe, mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle, richtig, in den Bavaria Studios. Wie kam es dazu? Zu diesem ersten Film. Und ja, das waren damals deutsche Koproduktionen. Deutsch, Französisch, Italienisch haben sehr viel zusammen Produktionen zusammen gemacht. Und da war ich dann irgendwann auf einmal, war ich da in einer kleinen Rolle. Das war vor 56. Es war vor Nachts, wenn der Teufel kam, noch sogar. Ja. Wie war er denn, der Marcello? Das muss ich jetzt fragen. Ja, ganz großartiger Mann. Ja, Marcello Mastroianni. Der sympathischste italienische Schauspieler, den ich kennengelernt habe. Der hat mich noch, ich spielte eine Rolle, Coco, der hieß Coco, nicht? Und wenn wir uns 20 Jahre später noch auf der Straße begegnet sind, dann rief er dann, Coco, come stai? Also er war ein toller Mann, ja. Klasse. 5 Jahre später ging es dann richtig nach Italien. Da haben sie dann ganz viele Rollen gespielt, zu den großen Zeiten von Cinecittà, wo dann auch La Dolce Vita von Fellini und so gedreht wurde. Ihr erster Film war dort A Cavallo della Tigra, zu Deutsch Vergewaltigt in Ketten. Luigi Comencini, ein Starregisseur und auch mit großen Namen wieder, Nino Manfredi und Gian Maria Volonté. Wie kam es dazu, diesen Schritt nach Italien zu gehen? Das war ja ganz schön mutig. Ja, ich wurde gerufen. Ich wurde angerufen von Comencini, der Deutsch sprach. Und es war ja nach Nachts, wenn der Teufel kam. Und da hat er mich angerufen und hat gesagt, wollen Sie mit mir einen Film drehen? Ich mache hier gerade einen Film mit Alberto Sordi, war die ursprüngliche Besetzung, die dann Nino Manfredi spielte. Und der sehr junge Gian Maria Volonté, ein ganz wunderbarer Schauspieler, einer der besten, die ich kennengelernt habe. Ja. Und dann sind Sie auch gleich hingezogen. Also Sie haben dann in Rom sehr lange gelebt. Naja, damals spielte die Musik wirklich in Rom. Da waren die ganzen Amerikaner waren dort. Man sah die ganz großen Stars dort über die Via Veneto spazieren. Nicht, hallo, ja, Tony Quinn. Und so weiter. Und natürlich auch gab es dann auch schon Clint Eastwood und so, der keinem auffiel. Ganz unauffälliger Bursche war, der dann diese wunderbare Karriere machte, nicht als Regisseur, muss ich sagen. Nicht als Schauspieler, aber als Regisseur. Das nehmen wir zur Kenntnis. Sie haben mit den größten italienischen Filmemachern gearbeitet. Also ich zähle mal nur ein paar auf. Western-Legende Sergio Corbucci, Fernando Di Leo, Dino Risi und auch sogar beim Regiedebüt von Dario Argento haben Sie mitgespielt. Ja, in seinem ersten Film, ja. Welcher von diesen ganzen italienischen großen Leuten ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben? Also eigentlich habe ich immer bedauert, dass ich mit den ganz großen eben nicht gedreht habe. Da gab es, muss man sagen, immer noch ein großes antideutsches Ressentiment in Italien. Ich war für sie eben der Deutsche, obwohl ich spielte Italiener, nur Italiener, bis auf eine Ausnahme mal einen Deutschen, aber sonst spielte ich nur Italiener. Und das Publikum akzeptierte mich auch als Italiener, aber die Produzenten und die Regisseure nicht. Das waren meistens damals sehr linke mit einem starken Gefühl, also antideutschen Gefühl noch. Und die waren da sehr vorsichtig, außer vielleicht Visconti, der dann der Erste dann mit Helmut Berger und solche also, engagierte. Ja.
was in der Zeit auch sehr beeindruckt. Sie haben alle Stunts selbst gedreht. Also um nur mal zwei zu nennen, in Deadlock von Roland Klick sind sie vom Auto eigentlich fast überfahren worden. Das hat sie fast das Leben gekostet in der Wüste da in Israel. Und bei La Mala Ordina, der Mafia-Boss, da ist es eine Verfolgungsjagd im echten Verkehr. Bei Tempo 80 springen sie auf ein Auto drauf vor die Frontscheibe. Ja. Und also das, da geht es ums Leben. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Diese ganzen Stuntmen, die beim Film arbeiten, waren meistens sehr schlanke, nur ganz normale. Also jedenfalls, ich war ein bisschen breiter, ein bisschen, ja. Und man fand also nie einen Stuntman für mich, einen geeigneten, nicht? Dann mussten Sie. Und da habe ich gesagt, dann muss ich es eben selber machen. Ja. Hat Ihnen das Spaß gemacht? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Sie haben ganz oft den Mafioso gespielt und in dem Zusammenhang bin ich auf einen Satz gestoßen, da möchte ich nachfragen. Stimmt es, dass Sie im Gespräch waren für eine Rolle in The Godfather, in Der Pate? Na, im Gespräch. Ich habe dann Coppola getroffen. Und ich hatte damals immer schon sehr viel, also das Gefühl, die Amerikaner wollten uns eigentlich gar nicht. Und wenn sie einen Europäer engagiert haben, dann nur, um den Film in dem Land besser geht, also dass der Film besser kommerziell lief, nicht wahr? Aber die waren nicht interessiert. Da haben die dann immer die Schauspieler getroffen für kleinere Rollen oder so, oder sehr oft ja für die in Deutschland, dann, da wurden dann Hardy Krüger und Kurt Jürgens und so weiter, waren dann die Nazis, nicht? Oder Pochno auch. Und das war dann... Kam dann nicht zum Godfather. Das war dann so, dass sie, da kam also der Coppola und sagte zu mir, haben Sie das Buch gelesen? Sagte ich, ja, das habe ich gelesen, von Mario Puzo, ja. Ich habe sogar das Drehbuch gelesen. Sagte er, was? Niemand hat das Drehbuch gelesen. Aber das hatte mir mein Agent gegeben, zu lesen gegeben, und ich hatte es gelesen. Das hat ihm aber nicht gepasst. Und dann sagte er, haben Sie denn eine Rolle darin gesehen, die Sie gerne spielen würden? Sagte ich, ja, das ist der Sonny Corleone, der Sohn von Marlon Brando. Ja, also später war das dann Marlon Brando, ja, für den Godfather. Und dann sagte er, ja, diese Rolle spielt der James Caan. Sag ich, James Caan? Er ist blond, sieht überhaupt nicht sizilianisch aus. Schau, ich sehe aus wie Marlon Brando. Damals hatte ich also gerade auch Mussolini gespielt in Italien, also so kurze Haare. Ja, also jedenfalls, der sagt ja, haben Sie denn nicht eine andere Rolle in dem Buch gesehen, die Sie gerne spielen würden? Und da sagte ich ehrlicherweise, nein. Okay. Und er sagt ja, danke schön, Wiedersehen. Was eine Geschichte. Also von, dass ich da eine Rolle abgelehnt hätte, davon gar nicht, kann keine Rede sein. Ich wollte natürlich nicht eine kleine Rolle wollte ich auch nicht spielen, das ist richtig, ja. Aber abgelehnt haben Sie eine Rolle bei Billy Wilder, das stimmt, oder? Habe ich abgesagt, ja, das war natürlich ein großer Fehler, nicht, Das war das? Das war in... bei 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Mit Lieselotte Pulver. Und als ich den Wilder kennenlernte in Hollywood, nicht? Da sagte er, können Sie zum Beispiel auch einen Russen im Englischen spielen? Sag ich, das kann man lernen, ja, gerne, nicht? Ja, und dann sagte ich, ich habe auch eine russische Pelzmütze, da sehe ich aus wie ein echter Russe, noch echter als ein Russe. Da sagte Billy Wilder, der Film spielt im Sommer. Dann war es vorbei. Da sagte ich dann ganz dumm, ich habe auch eine russische Sommermütze. Was stimmte, aber Walter lachte nicht,
Aber er bot mir dann tatsächlich einen der drei Russen an, aber nicht den ersten, sondern den dritten. Und der dritte war eine ganz kleine Rolle. Und den ersten spielte dann ein Schauspieler, ein Freund von Billy Wilder, ein Schauspieler, mit dem ich an den Kammerspielen gespielt hatte, den ich also nicht sehr schätzte als in der Qualität. Aber er war ein guter Typ und er war völlig richtig. Aber ich war damals, muss ich sagen, ein bisschen eingebildet und habe gesagt, nein, den dritten spiele ich nicht. Und dann kam Billy Wilder 16 Jahre später. Fedora. Für Fedora. Und sagt, der will mich sehen, der Wilder, ich habe ihm doch mal einen Film abgesagt. Vielleicht hat er das vergessen. Ich traf ihn also in München vor den vier Jahreszeiten im Hotel und wir gingen dann da rein und er drehte, auf einmal der Wilder ging nicht rein, sondern drehte sich in dieser Drehtür nochmal einmal rund und kam vorne wieder an mir vorbei und sagte, und nicht wieder absagen. Wunderbar. Das ist auch Hollywood. Und es war dann auch eine noch fast noch kleinere Rolle. Das stimmt. Aber Sie haben es nicht bereut. Hollywood, wir wollen nicht auf alles eingehen, sondern mal exemplarisch auf einen Film, den ich spannend finde. Sie haben 1965 Major Dundee gedreht, Regielegende Sam Peckinpah. Vier Jahre später hat er The Wild Bunch gedreht. Unter anderem mit Charlton Heston haben Sie gedreht, Richard Harris, der war auch schon ein Star, und James Coburn. Ja. Genau. Also, aber Hollywood, war das nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens als in Deutschland und Italien? Also, für mich war das Leben in Hollywood nicht erstrebenswert. Ich habe überhaupt erst damals begriffen, ich hatte mich damals schon doch für jemand Besonderes gehalten. Aber ich sah in Amerika, dass es 100 gab, die sie aussahen wie ich, die vielleicht sogar besser ausgebildet waren als ich, die tollere Dinge konnten als ich. Und habe dann vor allen Dingen aber gemerkt, diesen Konkurrenzkampf, diesen Ellbogenkampf um die Rollen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nicht, also, ich wollte mich auch nicht amerikanisieren. Also mein Agent sagte, du musst hier ein Haus nehmen, du musst hier leben und nicht immer wieder nach Deutschland fahren. Du musst hier sein. Da habe ich gesagt. Und dann war ich sehr einig mit Senta Berger, die auch in dem Film drehte. Wir waren beide uns sehr einig, eigentlich ist dieses Land nicht für uns. Wir sind in dem Fall froh, weil Sie sind zu einem sehr spannenden Zeitpunkt zurück nach Deutschland gekommen. Da gab es eine große Kinorevolution. Wir alle wissen es, den neuen deutschen Film. Es ging los mit dem Oberhausener Manifest. Da hieß es Papas bzw. Opas Kino ist tot. Aber mit den alten Stars wollten die eigentlich erstmal nichts mehr zu tun haben. Und wir fangen mal mit den Regisseuren an. Wolfgang Staudte hat da zum Beispiel sehr drunter gelitten. Der hat ja Meisterwerke geschaffen gehabt wie Die Mörder sind unter uns 1946 oder Der Untertan 1951. Und Sie haben dann bei zwei seiner letzten Kinoarbeiten mit ihm gearbeitet. Ganoven-Ehre, ja. Und Die Herren mit der weißen Weste. Dieser Wolfgang Staudte, also dieser letzte Film, diese Herren mit der weißen Weste, auf den möchte ich echt mal zu sprechen kommen, weil ich denke, jeder von uns, jeder von Ihnen hat so seinen Mario Adorf-Moment. Und das war der Film, die Herren mit der weißen Weste, der lief bei uns in meiner Kindheit rauf und runter. Ja, also ganz ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht von Staudte. Ich liebte seine Filme, seine politischen Filme, aber... Wir haben in Ganoven-Ehre gedreht und diesen Herrn mit der weißen Weste, das waren Komödien. Genau. Und dann merkte ich, dass der Staudte für mich also erstaunlich wenig Humor hatte. Es gab in diesem Film, in Ganoven-Ehre zum Beispiel, Kurt Bois, der deutsche Chaplin, würde ich sagen. Also ein wunderbarer Komiker, ein großer, für mich ein ganz wunderbarer Mann, ein wunderbarer Schauspieler. Nicht? Und Staudte konnte über den nicht lachen. Der sagte immer, ich kann den überhaupt nicht ausstehen. Sage ich aber, Wolfgang, das ist ein toller Mann. Eines Tages musste zum Beispiel in der Rolle als
Puffbesitzer und ich musste, musste der einen an der, was war, wie war das noch? Stau, ja, der musste einen Satz sagen, die haben betrunken, die haben in meiner Wohnung gehaust wie die Sandalen. Da unterbrach Staute und sagte, Herr Bohr, das heißt nicht Sandalen, die hießen Vandalen, ja? Also, ja, das ist Humor, ne? Das war humorlos. Und ich habe gesagt, ja, nehm es doch. Und ich bin nicht sicher, ob es im Film ist, ich weiß es nicht. Ob er nun wirklich den Satz so gesagt hat, ob der Satz drin ist mit den Sandalen, nicht? Also ein wunderbarer Mann. Und also das war meine Erfahrung mit Staute, ja. Ganz kurz, wenn wir über Komödien sprechen, Ihre, glaube ich, liebste Komödie war Bomba und Paganini. Da spielen Sie mit Thilo Brückner und sind ein, sagen wir mal, aus der Not geborenes Gaunerpärchen, weil der eine kann nicht sehen, das ist der Bomber von Ihnen, und der Paganini kann nicht mehr gehen nach einem Unfall. Und dann müssen die miteinander kooperieren. Das ist gnadenlos komisch. Ja. Wie war das? Das ist eigentlich so ganz für mich ein Lieblingsfilm von mir, nicht? Weil das war ungewöhnlich in jeder Beziehung. Der Regisseur war ja auch ein unerfahrener Mann als Regisseur, aber er war auch derjenige, der zum Beispiel die Blechtrommel ausgestattet hat und andere. Bei Edgar Reitz noch viel gemacht hat auch. Perakis, nicht? Und und das war dann auch mit Thilo, das war eine wunderbare Arbeit damals und ein schwarzer, komischer Film. Und ich habe das besonders gemocht, muss ich sagen. Genau, und also um den Bogen mal noch direkt vorwegzunehmen, Sie haben dann nochmal mit Thilo Brückner gedreht, 2019, auch wieder eine Gaunerkomödie. Ja, das war dann so ein bisschen der Wunsch von Thilo, noch einmal sozusagen den ersten Film nochmal, eine Art Remake, nach meiner Meinung leider nicht ganz toll gelungen, aber naja. Ja, wie ist das überhaupt, wenn man so denkt, der Film war jetzt nicht so toll, aber der steht jetzt da in der eigenen Vita? Wie geht ein Mario Adolf damit um? Weil unter 221 sind natürlich auch ein paar Filme, die nicht so toll vielleicht waren. Naja, wenn man genau hinschaut, unter diesen 210 sind mit Recht viele dabei, die vergessen werden können. Nicht, also die gibt es auch, nicht? Und ich glaube, das gilt für jeden Schauspieler, klar, dass es Filme in seiner Karriere gibt, die er vielleicht hätte besser nicht machen sollen. Aber man geht ja immer davon aus, dass es ein guter Film werden wird, nicht, dass man sich anstrengt und sagt, ja, das hat eine Chance. Man geht ja nicht in einen Film, dass man sagt, der wird sowieso nichts oder so. Nicht? Aber der kann sich dann eben schlecht entwickeln und doch enttäuschend sein durch viele Dinge. Also, und deswegen gibt es natürlich unter den 210 eine Menge, ich will nicht sagen wie viel, die man vergessen kann, nicht? Wir erinnern uns an ganz, ganz viele davon. Und jetzt natürlich auch die Gretchenfrage, wie ist es Ihnen denn eigentlich gelungen, dann beim neuen deutschen Film Fuß zu fassen? Denn das sind alles Highlights. Ich zähle sie mal auf. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Volker Schlöndorff und Margarete von Trotter. Da sind Sie, der Kommissar Beizmänne. Den vergisst man nicht, wie er die arme Angela Winkler piesackt. Dann 1978 Deutschland im Herbst, das ist großartig. 79 die Blechtrommel, wir haben drüber geredet. Und 81 Lola, den Bauunternehmer Schuckert bei Fassbinder. Das sind alles große Filme. Und die wollten aber eigentlich mit den alten Stars ja nichts zu tun haben. Wie kamen Sie da rein? Ja, das war schon ein bisschen ein... ich erinnere mich, als Böll-Geschichte, Katharina Blum, da wollte man mich hat man mich vorgeschlagen und man wollte mich so richtig nicht. Und dann sagte der Fleischmann, mit dem ich gedreht hatte vorher, der sagte, den Adolf kannst du nehmen, der ist okay. Okay. Und dann hat Schlöndorff mir eine Viertagesrolle angeboten,
den Herrenbesuch. Und dann habe ich dann gesagt, wenn es für mich eine Rolle gibt, dann ist es der Kommissar Weißmänner. Das ist ein Kölner, ich bin Rheinländer, das ist eine Rolle, die mich interessiert. Und da sagt er, ja, aber dich können wir nicht bezahlen. Sag ich, ich spreche nicht über bezahlen, sondern ich spreche über den Film und die Rolle. Und ich habe die Rolle dann bekommen, nicht? Und die Rheinländer, die können sie wie kein anderer. Schon wenig später geht ja dann der Schwenk hin zum Fernsehen und wir haben Kir Royal 1986, Generaldirektor Haffenlohr. Und Sie merken es an der Reaktion. Das ist, ich habe es jetzt gelernt, auf TikTok sind Sie da jetzt auch ein Star. Dieses Ich scheiß dich zu mit meinem Geld wird da als Kurzclip verwendet. Also dieser Haffenlohr, das ist eine Figur, Sie haben ihn geliebt und es gab eine Originalvorlage, die Sie kennengelernt haben. Ja, also es gab damals da einen Produzenten, der war, glaube ich, kein Klebstoff, sondern ein Lackproduzent in Offenbach oder nein, irgendwo in der Gegend, in der hessischen Gegend hier. Und der war aber Kölner oder Düsseldorfer oder was, nicht wahr? Und den habe ich kennengelernt bei einem Filmball. Dann kam der mal zu mir und sagte, Herr Adorf, die Nastassja Kinski, das ist ja ein Dollweib. Können Sie mich ja nicht vorstellen? Man hört den Haffenlohr. Und diesen Hemmelrath hieß der, diesen Hemmelrath habe ich dann sozusagen imitiert als Haffenlohr. Ja. Großartig ist. Das hat er mir zuerst übel genommen und dann war er geschmeichelt. Er ist Geschichte geworden. Fernsehen geht gleich weiter, also dann kommen die großen Mehrteiler unter der Regie von Dieter Wedel, der große Bellheim, der Schattenmann, die Affäre Semmeling, das sind alles große Straßenfeger. Trotzdem auch hier, es ist natürlich, muss man drüber reden, heute so, dass man Dieter Wedel unter den MeToo-Kenntnissen anders bewerten muss. Ich wollte einfach mal fragen, Sie haben so viele Regisseure miterlebt und heute ist das für viele junge SchauspielerInnen ein Riesenthema. Wie geht man um damit, wenn es einen Machtmissbrauch gibt durch einen Regisseur? Was würden Sie denen raten? Also ich habe einen solchen eklatanten nie erlebt, muss ich sagen, Gott sei Dank. Auch Wedel nicht. Einmal hatte eine Schauspielerin, also nach meiner Meinung nicht sehr fein behandelt. Und heute sage ich mir, hättest du da nicht schon da mal eingreifen müssen? Das werfe ich mir ein bisschen vor, dass ich es nicht getan habe. Aber damals war es eben auch sehr unüblich. Das muss man einfach sagen. Es war unüblich, dass man die Gewalt, die Machtposition der Regisseure angezweifelt oder angetastet hat. Ich bin ja noch am Theater auch aufgewachsen, wo das richtige Götter waren. Da hätte man nie gewagt, ein Gegenwort zu sagen bei einem Fritz Kortner, bei solchen Leuten am Theater, nicht? Also deswegen ist das also sehr schwer zu beurteilen, nicht wahr? Aber ich habe also jedenfalls einen eklatanten Übergriff habe ich nicht erlebt. Aber wir nehmen mal mit, also eingreifen ist immer das Wichtigste dann auch in so einer Situation, das höre ich da so raus. Naja, da wird natürlich auch, manchmal muss man es natürlich aus der Zeit sehen. Klar. Nicht? Was, das war damals vielleicht eben nicht so schlimm, wie glaube ich, ein amerikanischer Regisseur. Harvey Weinstein. Also meinen Sie Harvey Weinstein, den Produzenten? Nein, nicht Weinstein, ein Regisseur, unser berühmter Hollywood, New Yorker Regisseur. Polanski? Nein. Auch nicht. Er ist Pole. Entschuldigung. Wir kommen jetzt gerade nicht weiter, aber wir finden es raus und schreiben es dann auch. Gut, da wurde ihm vorgeworfen, dass er mal eine Frau mal auf den Po gehauen hat. Ja, da hat man das, hat man damals eben hingenommen und es war halt. Aber heute sind andere Zeiten, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Ich meine, ich bin durchaus der Meinung, dass die Entwicklung richtig ist. Ja. Und dass diese Machtstellung
übertrieben war, nicht? Das war zu viel Macht, nicht? Filme machen ist nicht Macht entwickeln, nicht? Wir sind kurz vor Ende des Gesprächs. Ich möchte die Gelegenheit nutzen. Es steht die Europawahl bevor und Sie sind ein großer Europäer. Ihnen ist es wichtig, dass es dieses Europa in der Form gibt, wie wir es heute haben. Was würden Sie uns mit auf den Weg geben? Worum geht es für Sie? Was ist Ihnen so wichtig an Europa? Was müssen wir mitnehmen? Ich meine jetzt politisch, was, ja. Aus also Ihren Erlebnissen. Ich bin natürlich ein Europäer der ersten Stunde sozusagen. Ich bin zwar in Zürich geboren, ein italienischer Vater, habe gelebt in Deutschland, in Frankreich und so weiter. Ich bin immer ein großer Europäer gewesen, als man noch gar nicht so von Europa, eigentlich nur von Europa sprach, nicht? Und ich würde sagen, dass unsere Demokratie muss erhalten bleiben, nicht? Absolut. Dafür am 9. Juni wählen gehen. Ich frage mich, Sie sitzen jetzt hier, wir haben über 7 Jahrzehnte Filmgeschichte gesprochen. Hat ein Mario Adorf jetzt im Alter von 93 Jahren noch Träume vielleicht von einer Filmrolle, die uns noch erwartet? Nein, ehrlich gesagt, nein. Ich war. Schade. Muss ich sagen, diese Corona-Pandemie war ja nun doch ein sehr abrupter Eingriff in meine Karriere. Die hätte ich mir schon ein bisschen anders ausklingen lassen, dass es einfach plötzlich aufhörte, nicht? Aber wie gesagt, habe ich keinen Ehrgeiz, irgendetwas zu spielen. Also. Wir haben 221 Filme, in denen wir Sie bewundern können. Einen davon werden wir jetzt gleich im Anschluss schauen. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Restkarten. Also wer noch nachts, wenn der Teufel kommt, sich anschauen möchte, kann das gleich an der Kasse tun. Das Tolle ist, Sie können sich sogar was Bleibendes mitnehmen von heute Abend. Wir haben ein paar Bücher und DVDs hier, die an der Kasse und hier gleich nebenan verkauft werden. Und Mario Adorf ist bereit, noch für 20 Minuten, wir bitten um Verständnis, dass es nur die 20 Minuten sind, signieren hier auf der Bühne. Das heißt, jeder ein Exemplar wäre toll, damit möglichst viele eine Chance haben. Aber um das jetzt abzuschließen, lieber Mario Adorf, es war uns ein großes Fest, dass Sie diesen Termin, der eigentlich vor 4 Jahren hätte stattfinden sollen, jetzt uns nochmal geschenkt haben. Einen großen Applaus, meine Damen und Herren. Mario Adorf. Dankeschön.